Wenn ich jetzt einige Kilometer über dem Meer auf diesem Langstreckenflug die Nerven verlieren würde, gäbe es kein Entrinnen mehr. Jetzt konnte mich nur noch ein Flugmarschall ruhig stellen. Da das wohl kaum eine Möglichkeit für mich war, kämpfte ich mit jedem Atemzug um meine Selbstbeherrschung. Als erstes erlaubte ich mir ein paar Ablenkungsmanöver, die mich für einige Viertelstunden beruhigen würden. Also richtete ich mich mit ein paar sparsamen Handgriffen in mein 14-Stunden-Gefängnis ein. Dann sah ich nach, ob ich mit einem Handy oder dem iPad Zugriff auf Airline-WLAN bekam. Dann suchte ich nach dem Anschluss für meinen Kopfhörer. Den fand ich dieses Mal ohne Schwierigkeiten. Mein aus Berlin mitgebrachtes Nackenkissen hatte ich anscheinend im letzten Flieger liegen gelassen. Ich guckte aus dem Fenster. Unter uns war nur Wasser zu sehen. Der Himmel bestand aus fehlerfreiem Blau. Ich suchte mir auf dem Multifunktionsbildschirm, der zu meinem Platz gehörte, einen Science-Fiction-Film aus. Den sah ich zur Hälfte und schlief dann endlich für ein Weilchen ein. Als ich wieder wach wurde, fühlte ich mich wirklich ein klein bisschen erfrischt. Ich schaltete den in meinen Vordersitz eingebauten Bildschirm, auf dem mein angefangener Spielfilm auf mich wartete, auf Geovision um. Kaum mehr als 2 Stündchen hatte ich geschlafen, blieb immer noch eine 2-stellige Anzahl an Flugstunden übrig. Mein Herz raste wieder bis knapp unter das Kinn. Zum Glück glitten jetzt wieder die kopfbetuchten Flugbegleiterinnen durch die Gänge. Ich als Vegetarier bekam mein Essen zusammen mit einem Kärtchen, auf dem mein Name stand, als erster. Auch gab es endlich einen Kaffee für mich. Für Kaffee einer arabischen Fluggesellschaft schmeckte der in meiner Tasse zwar ein bisschen unspektakulär, aber immerhin tat mir jetzt das Koffein gut. Wieder packte ich sehr sorgfältig mein Besteck aus, riss die Tüte mit dem Brötchen auf und sah zu, dass mir beim Abziehen der Aluminiumfolie von meinem heißen Essen nichts daneben geriet. Jetzt zu kleckern oder etwas herunterzuschmeißen, hätte der Auslöser für einen Nervenzusammenbruch bedeuten können. Außerdem verging mehr Flugzeit, wenn ich alle Handgriffe extra langsam machte. Obwohl ich keinen großen Appetit hatte, aß ich jeden der mir zugedachten Happen. Der Salat schmeckte bitter und langweilig, aber die Obststücken, unter denen es auch 2 große Würfel Ananas gab, halfen mir, das ständige Durstgefühl erträglich zu machen. Die Kapsel mit dem Wasser war leider schon leer. Als meine Flugbegleiterin vorbeikam, um mein Plastiktablett einzusammeln, bestellte ich noch einen Kaffee und guckte den Rest meines Films. Meine durch einen Platz von mir getrennte Sitznachbarin sah vergnügt ein paar Folgen Big Bang Theory auf ihrem Bord-TV und lachte ab und zu. Obwohl wir zur Frühstückszeit in Abu Dhabi gestartet waren, flogen wir bereits der nächsten Dunkelheit entgegen. Na klar, Australien liegt ja auch in einer ganz anderen Zeitzone. Immer noch hatten wir kaum eine nennenswerte Etappe unseres Fluges geschafft. Ich suchte im Programmangebot meines Bildschirms nach ein paar Beiträgen, die mich interessieren konnten. Hier sind sie ohne Garantie auf die richtige Reihenfolge. Der Spielfilm über Charlie Chaplins Leben, der Dokumentarfilm über Amy Winehouse, eine Comedy-Serie, in der John Cleese einen Hotelmanager spielt, 40 Towers. Zwischendurch las ich in Flakes »Heute hat die Welt Geburtstag« und hoffte in den Lesepausen, dass unsere Flugzeit in den einstelligen Bereich vorwärts rückt und ich während der jetzt verbleibenden Flugstunden nicht oft aufs Klo musste. Ich wollte ja meine freundliche Banknachbarin, die inzwischen ein Nickerchen machte, nicht unnötig wecken. Dummerweise drehte sich jetzt mein Flugzeugdinner gefährlich in der Nähe meines Enddarms mehrmals um sich selbst. Kleine Gaswölkchen verließen immer häufiger meinen Körper und ich betete, dass die Aircondition damit fertig werden würde. Auch die Krämpfe in meinen Händen waren zurückgekehrt. Inzwischen wurde ich immer zuversichtlicher, dass ich den langen Flug nach Sydney ohne Nervenzusammenbruch schaffen würde. Wie zur Belohnung sah ich nun erleichtert, dass unsere restliche Flugzeit auf knapp unter 10 Stunden gesunken war. Die würde ich schon noch aushalten und schon bald die Hauptstadt des Landes betreten, in dem die todbringende Trichternetzspende lebt. Auf der Seite, wo mein Fenster war, strömte laufend kalte Luft gegen mein Knie. Ich verteilte, so gut es ging, meine dünne und viel zu kleine Flugzeugdecke wie ein Rollstuhlfahrer über meine Beine, um dann für wenigstens noch ein Weilchen einzuschlafen. Immer abwechselnd mein Kopf mit einem Kissen dazwischen geschoben, gegen das Fenster gedrückt, dann wieder Kopf nach hinten und Beine möglichst weit unter den Vordersitz schieben.
Dritte Stellung. Zusammengerollt auf meinem Sitz, die Beine diagonal in den Fußraum des freien Nachbarsitz ausgestreckt. Das ging für ein paar Minuten. Bald wurden die Abstände zwischen meinen Stellungswechseln immer kleiner. Bisher hatte ich kaum ein Auge zugedrückt. Zum Glück wurde jetzt wieder eine Mahlzeit und Getränke gebracht. Also guckte ich noch mal auf mein Bord-TV. Beim nächsten Zurückschalten auf Geovision flogen wir an Goa vorbei. Ganz langsam, millimeterweise auf Australiens Westküste zu. Immer wieder war jetzt ein Stück australisches Festland auf der Bildschirmkarte zu sehen, auf der Broome und Great Sandy Desert stand. Land der giftigen Tiere, ich komme! Und dann war es endlich soweit. Wir hatten nach einigen weiteren Stunden endlich das australische Festland größtenteils überquert und näherten uns jetzt Sydney. Unter uns lagen schon vermutlich die Blue Mountains oder kreuzte die unsere Flugroute gar nicht. Wir flogen jetzt auch über viele Lichtpunkte, deren geometrische Anordnung Straßen und Häuser bedeuteten. Wie viele giftige Spinnen hatten wir inzwischen schon überflogen und wo genau hielten die sich gerade auf? Dann setzte das Flugzeug auf und mein Innerstes verteilte mit der Großzügigkeit eines Rasensprengers Glücksatome. Langsam rollten wir zum Aussteigegate, an dem wir eine ganze Weile warteten, bis endlich die Flugzeugluken geöffnet wurden. Ungeduldig stand ich in meiner Sitzreihe und sah zum nächstgelegenen Ausgang. Dort bewegten sich eine Gruppe von Passagieren, indem sie im Gang zwischen den Sitzreihen Koffer und andere Gepäckstücke hin und her schwenkte. Nur stieg noch niemand aus. Endlich wurden die Luken unseres Flugzeuges geöffnet und es ging durch eine durchsichtige Röhre ins Abfertigungsgebäude. Über uns schoben ein paar Leute einen leeren Rollstuhl in ein anderes Flugzeug, während ich zum ersten Mal in meinem Leben australisches Land betrat. Freudig stürmte ich mit meinem Bordgepäck den anderen Passagieren hinterher durch eine lange Tax-Free-Einkaufspassage in Richtung Luggage Area. Unterwegs stoppten einige der Fluggäste an mit Elektronik vollgestopften Säulen, um ihre Pässe durch einen Schlitz zu ziehen. Ich versuchte es ihnen nachzumachen, aber mein deutscher Pass rief offensichtlich nach guter Handarbeit. Okay, das hier funktionierte nicht, also gab ich auf und lief einfach weiter den anderen Passagieren hinterher, um meinen Reisekoffer ausfindig zu machen. Als sie schließlich meinte, am richtigen Gepäckkarussell zu warten, begann ich eine Vorahnung davon zu bekommen, wie warm es in Sydney war. Ich zog meine Jacke aus und legte sie über meinen Rucksack. Es verging eine gute Viertelstunde, bis mir klar wurde, dass mein Koffer nicht auf dem endlosen Band, das sich vor mir herdrehte, auftauchen würde. Ich sah mir noch einmal die elektronische Tafel über meinen Kopf genauer an. Mein Fehler! Das Band, auf dem das Gepäck meines Fluges Karussell fuhr, war einige 10 Meter entfernt. Schließlich war auch das geschafft und ich stand am Schalter eines Einwanderungsbeamten. »How are you?« fragte er mich und machte dabei ein so freundliches Gesicht, als würde er Bonbons verkaufen. Da ich nie weiß, wie ich solch eine Frage beantworten sollte, stammelte ich ein paar englische Satzbrocken, die der Mann am Schalter freundlich über sich ergehen ließ. Er drehte meinen Pass einige Male hin und her, dann ließ er mich passieren. Damit hatte ich die Grenzkontrolle noch nicht ganz geschafft. Der Mann schickte mich nämlich weiter zu einer anderen Sperre. Dort wurde gerade das Gepäck einer jungen Frau inspiziert, die aussah, als hätte sie irgendwo einen Joint versteckt. Meine Sachen wurden anscheinend untersucht, weil ich zum ersten Mal das Land bereiste. Auch das war bald geschafft. Jetzt zog ich meinen Koffer durch eine große, durchsichtige Doppeltür. Auf deren anderer Seite las ich: Welcome to Sydney Airport.